Ich sehe, X-Planung ist ein Thema, was viele auch interessiert hier und der Raum ist fast voll. Wir beginnen mit einem Erfahrungsbericht zum Einsatz von der X-Plan-Box beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein. Stefan Peusser wird das vorstellen, wird sicher ein interessanter Vortrag. Wir waren ja auch schon öfter im Kontakt und sind im Kontakt, ne, gerade im Austausch mit der X-Plan-Box. Also, vielen Dank für den Vortrag jetzt. Alles klar. Ja, vielen Dank, Arne, für die Einleitung. Hallo in die Runde. Auch mich freut es, dass so viele von euch Interesse haben am Thema X-Planung. Finde ich sehr schön. Ja, worum geht's? Mein Thema ist heute die X-Plan-Box. Ein Verfahren, was wir jetzt seit knapp 18 Monaten als kommunale Datendrehscheibe für die Bauleit- und Landschaftsplanung, also auf kommunaler Ebene für unsere Kommunen bei uns im Verbandsgebiet, produktiv bereitstellen. Heißt konkret, ich werde uns einmal ganz kurz vorstellen, dann fliegen wir einmal durch die X-Plan-Box, so wie sie gerade bei uns im Verbandsgebiet betrieben wird. Kurzes Fazit und ein kurzer Ausblick, was wir noch so vorhaben in puncto X-Plan-Box und X-Planung. Ja, wer sind wir eigentlich? Also wir sind ein kommunaler Zweckverband, öffentlicher Dienst, sind 50 Jahre alt knapp, haben zwei Standorte am Niederrhein, beziehungsweise unterhalb des Ruhrgebiets auch teilweise. Und stellen halt unseren Eigentümern und unseren Anwendern, das sind die Kommunen bei uns, diverse Verfahren für alles, was man so in einer öffentlichen Verwaltung benötigt, zur Verfügung. Also sprich die Hardware, die Software und dafür bieten wir auch Schulungen an für unsere Anwender. Wo liegen wir? Also hier ungefähr ist das Ruhrgebiet in NRW, da ist Holland und hier liegen wir ungefähr. So grob einsortiert, wo wir denn beheimatet sind. Unser Portfolio, also wie gerade schon gesagt, bunt gemischt, alles was eine Kommunalverwaltung so benötigt und auch der große Block der Geoinformationssysteme und dazu gehört dann halt auch die X-Plan-Box. Ja, die möchte ich einmal kurz vorstellen. Zum Einstieg, was ist das überhaupt? Also es ist eine Open-Source-Anwendung und eine Marke der Firma Latlon GmbH. Da kommt auch gleich ein Folgevortrag von Herrn Friebe, einer der Geschäftsführer der Firma Latlon. Und die X-Plan-Box dient auf kommunaler Ebene der Abbildung der Bauleit- und der Landschaftsplanung. Und das auf Basis des verbindlichen Standards X-Planung. Open-Source-Anwendung, gerade schon gesagt, wird unter opencode.de bereitgestellt unter der AGPL-Lizenz. Hier unten der Link zu dem Quellcode auf opencode.de. Ja, es ist ein Mehrkomponentensystem, ist modular aufgebaut. Hier mal aufgeführt, welche Komponenten die X-Plan-Box alle mit sich bringt. Einmal eine Datenbank, wir haben einen Validator, Manager und einen großen Block der X-Plan-Services zur Datenbereitstellung und auch das Thema Inspire wird berücksichtigt. Wichtig ist an der Stelle zu wissen, man muss nicht alle Komponenten einsetzen, sondern nur die, die man nachher benötigt. Wir zum Beispiel verzichten auf den Einsatz der Inspire-Komponenten. Dankenswerterweise ist das in NRW so, also noch in Westfalen, dass das Land das übernimmt, die Bereitstellung für Inspire. Deswegen tun wir uns das gar nicht erst an, macht das Land für uns. Ansonsten, die X-Plan Services haben mehrere Endpoints. Das kommt so ein bisschen aus dem Planrecht. Also ein Plan kann eine Aufstellung sein, kann festgestellt sein oder auch schon historisiert, archiviert. Das wird abgebildet und es kommen halt per se sehr viele Open-Source-Komponenten im Einsatz, also für das Thema Geo-Services, also einmal Degree und auch der Map-Server. Und seit der 7er Version wird auch der Map-Proxy unterstützt, den man noch einsetzen kann. Klar. Und die Datenbanken basieren auf Postgre und PostGIS. Ja, was setzen wir ein? Wie gesagt, man muss nicht alles einsetzen. Das ist also das Erste, was man machen muss, wenn man sich mit dem Thema X-Plan-Box beschäftigt. Wofür möchte ich das einsetzen? Was brauche ich denn? Also wir haben die Datenbank für eine zentrale Datenspeicherung aller Bauleitpläne in einer Instanz oder in einer Gebietskörperschaft, je nachdem, wie man das aufbauen möchte. Wir haben den Validator als Webkomponente im Einsatz, den gibt es auch als API, wir nutzen gerade nur die Webkomponente, zur Datenvalidierung, Datenprüfung. Wir haben den Manager Web und die API dazu für das Thema Datenmanagement. Wir haben gerade aktuell knapp 10.000 Pläne in der X-Plan-Box, also auch da ist das Thema Datenmanagement halt ein großes Thema. Und dann der große Block für die Datenbereitstellung. Läuft alles prinzipiell über Services und WMS und WFS aktuell. Und was wir halt gerade in Planung haben, wo wir uns beschäftigen, ist halt eine Dokumenten-API, um nachher den Abruf der externen Referenzen verbessert abwickeln zu können. Das setzen wir aktuell ein. Installation. Zumindest so, wie es bei uns läuft. Also wir betreiben das unter Kubernetes auf Basis von Containern. Machen wir mit einem Partner zusammen.
Das heißt, wir ziehen uns in regelmäßigen Abständen von der Firma Grid, kann ich offen sagen, ist kein Geheimnis. Die Container ziehen in unsere Umgebung rüber und von da rollen wir das dann quasi aus, also von hier oben. Aktuell bei uns in drei Umgebungen aus. Einmal eine Entwicklungsumgebung, das ist so unsere Spielwiese, um mal ein bisschen was zu testen, auch so die Stabilität zum Beispiel mal zu testen. Und dann haben wir eine QS-Umgebung oder Testumgebung gesagt, wo wir für unsere Anwender, also für unsere Kommunen, neue Versionen bereitstellen, neue Features oder auch vielleicht eine neue Darstellung bereitstellen. Die testen wir, testen unsere Kommunen und erst wenn das dann sauber ist, geht diese Version rüber dann hier in diesem Bereich für extern, steht da auch, also auch fürs Internet dann. Und wird dann da entsprechend dann bereitgestellt. In dieser Umgebung machen wir es auch für mehrere Mandanten, aktuell 5 Mandanten, die wir hier betreiben, also 5 Instanzen der Xplan-Box, um auch so ein bisschen das Thema Stabilität, aber auch das Thema User- und Rechte-Management ein bisschen besser handhaben zu können. Genau, und von da aus geht es dann nach draußen, also sprich Bereitstellung der Services, geht dann hier nach draußen für die Integration in diverse andere Verfahren. Ganz grob skizziert, aus Sicherheitsgründen darf ich hier auch nicht mehr ins Detail gehen. Ja, am Ende kommt sowas raus. Wir haben noch so eine Portalseite, das ist nicht Xplan-Box, die haben wir selbst entwickelt, davor geschaltet. Heißt, über diese Kacheln hier sehen Sie, das sind dann die 5 Mandanten, die wir gerade betreiben, also immer auf Ebene der Kreise oder kreisfreien Städte, zumindest so bei uns, und dann unsere QS-Umgebung, wie gesagt, als Testumgebung. Und über so eine Kachel, zum Beispiel für den Kreis Kleve, kann ich dann den Manager aufrufen, kommt nachher nochmal, wo dann die Kommunen ihre Pläne importieren können, nachdem sie geprüft worden sind, leicht bearbeiten können, in Anführungszeichen, also man kann jetzt keine GML-Datei mehr bearbeiten im klassischen Sinne, sondern ich kann externe Referenzen hinzufügen, ändern, löschen und ich kann hier wieder Pläne herunterladen oder auch löschen an der Stelle. Dahinter steckt auch ein User- und Rechte-Management, das heißt, nicht jede Person in einer Kommune darf Pläne importieren oder wieder löschen, das ist halt nur einigen Personen dann vorbehalten. Aber lesen dürfen alle, wenn sie sich angemeldet haben. Ganz wichtig an der Stelle. Ja, wenn man soweit ist, wie gerade schon gesagt, das machen wir mit einem externen Dienstleister zusammen, der uns die Container bereitstellt, diese Firma Grid, kann man nachlesen, hier unten mal aufgeführt, könnt ihr nachher in die Folie mal reinschauen und dann euch das da durchlesen. Regelmäßig, heißt in für uns definierten Abständen, werden neue Container bereitgestellt, damit dann auch die, ich nenne sie mal, betriebssystemnahen Komponenten in den Containern auch regelmäßig aktualisiert werden. Das hat natürlich Sicherheitsgründe, ne, gerade so ein Java und ein Tomcat, dass die halt immer in den aktuellen Versionen vorgehalten werden. Wichtig ist die Xplan-Box selbst, also die Anwendung bleibt unverändert. Da geht es erstmal nur darum, alle anderen Elemente in so einem Container zu aktualisieren. Die Konfiguration, die wir betreiben, wird dann auch nicht überschrieben. Das ist ausgelagert in Volumes. Von daher ist das auch ein recht automatisierter Prozess, der da bei dieser Aktualisierung läuft. Nur dann, wenn halt auch eine neue Version der Xplan-Box dazukommt, dann ist das natürlich was anderes, aber das ist hier erstmal der Regelfall. Und die Konfiguration, das machen wir über ein Git-Projekt und das wird dann mit einem Git-Sync dann entsprechend immer wieder rüber kopiert, sodass dann auch immer aktuelle Konfigurationsdateien zur Verfügung stehen. Ja, so läuft das bei uns ab. Wie arbeitet die Xplan-Box? Bevor man überhaupt mit der Xplan-Box arbeiten kann, gibt es eine zwingende Voraussetzung und das sind halt vorhandene und auch valide Xplan-GML-Datensätze. Das macht die Xplan-Box nicht, das ist ganz wichtig zu wissen. Die Xplan-Box nimmt diese auf und stellt sie dann bereit. Und ja, das Bereitstellen der GML-Datensätze ist halt Aufgabe der jeweiligen Gebietskörperschaft, also Kommune oder auch der Kreis, wenn es auf Landschaftsplanebene ist. Entweder durch eine Fachsoftware im eigenen Planungsamt oder man vergibt es halt an externe Dienstleister. Ist in NRW auch sehr häufig der Fall, gerade bei kleineren Kommunen. Oder aber man hat halt einen Dienstleister. Also wir haben zum Beispiel alte vorhandene Bebauungsplanumgänge haben wir migriert ins Xplan-GML und auf der Basis machen dann die Kommunen weiter. Also das ist die zwingende Voraussetzung, dass man diese Datensätze hat. Ja, so der grobe Ablauf. Na, hier oben ist der Start, habe ich gerade kurz skizziert. Das Ergebnis sind dann aus dieser Anwendung oder aus einer Migration GML-Dateien und die Referenzen, also Dokumente, die zum Plan dazugehören, die werden in den Validator reingeschrieben, der prüft diese Daten, also vor allem die Xplan-GML-Datei, ob sie valide ist, also den Spezifikationen entspricht. Wenn ja, werden sie in den Manager importiert, von da geht es weiter in die Datenbank und im Anschluss sind diese Daten direkt Teil der Dienste. Also WMS und WFS. Und von da aus dann erfolgt die Integration zum Beispiel in unser Geoplan Niederrhein, aber auch ins Bauportal NRW. Wir sind mit dem RVR im Austausch, dass auch dann die Pläne, wir haben teilweise Überschneidungen, was die Gebietskörperschaften angeht, auch dort inkludiert werden können.
und in diverse andere Fachportale, auch in die 3D-Welt oder aber Planungsbüros können das dann zum Beispiel auch in QGIS nutzen oder andere Systeme, die halt ja, Geodatendienste verarbeiten können. Ist eine Datei nicht valide, ne? Nach der Prüfung im Validator, dann geht das Spiel zurück, wieder in die Fachanwendung und muss halt da entsprechend optimiert werden. Also könnte unter Umständen auch ein iterativer Prozess sein. Erst wenn die Datei valide ist, wird sie aufgenommen in den Manager. Ja, ganz wichtig zu wissen ist an der Stelle, der Validator prüft eine GML-Datei auf Semantik, Syntax und Geometrie. Also alles, was so die X-Planung-Spezifikationen und die Konformitätsbedingungen hergeben. Und natürlich auch die GML-Spezifikationen, was die Geometrie zum Beispiel angeht und die Syntax. Wichtig ist, der Validator prüft nicht, ob Ihre Datei inhaltlich korrekt ist. Ja, also Sie wollten zum Beispiel eine Baugebietsteilfläche erfassen, haben aber eine Grünfläche eingegeben. Das weiß der Validator nicht. Dafür müssen Sie selbst Sorge tragen. Tipp von uns, gibt ein schönes Plugin vom Kreis Viersen, heute auch anwesend. Die beiden Kollegen für QGIS, der X-Plan Reader, kann man eine X-Plan GML importieren, kriegt das dann schön visualisiert und überall, wo es dann plakativ rot dargestellt wird, da sollte man nochmal reingucken. Das ist eine schöne Ergänzung zum Validator. Ja, was unterstützt die X-Plan-Box? Also in X-Planung gibt es so diese beiden Varianten im Groben, einmal teilvektorielle und vollvektorielle Pläne. Also teilvektoriell heißt, man hat einen Umring und das Rasterbild. Oder man hat schon vollvektorielle Pläne, also wo auch alle Inhalte digital vorliegen, plus natürlich dann die Ergänzung der externen Referenzen oder auch das Rasterbild noch. Beide Varianten deckt die X-Plan-Box ab. Und natürlich gehört dann auch das Rasterbild hier auf der linken Seite auch in den Umring rein. Wir hatten teilweise wirklich das Problem, dass das nicht immer der Fall war, da muss man noch nacharbeiten, dass halt dann das Rasterbild und der Umring auch zueinander passen. Aber beides ist möglich in der X-Plan-Box. Natürlich, tendenziell sollte es in diesen Weg gehen, gerade für die digitale Nachverarbeitung. Macht natürlich das ja, Bereitstellen von voll digitalen Plänen weitaus mehr Sinn. Ja. So der grobe Rahmen. Da hat man es installiert, hat auch schon einige Dateien vorliegen. Und dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Wir mussten feststellen, Installation und danach fängt dann die Arbeit erst so richtig an. Weil man muss sich mit vielen Fragestellungen gerade für die Bereitstellung für die Nachnutzung auseinandersetzen. Gerade für uns war das Problem oder ist halt immer die Herausforderung, wir haben nicht nur eine Kommune, sondern wir haben mehr als 40 Kommunen, die wir unter einen Hut kriegen möchten und auch müssen, sinnvollerweise. Weil es spart auch für uns Arbeit, wenn alle einheitlich arbeiten an der Stelle. Also das heißt zum Beispiel, das ist der zweite Punkt, WMS-Darstellung. Für uns waren es jetzt mehr als 40 Kommunen, muss man einmal abstimmen, wie der aussehen soll. Und man muss es halt auch dann in die Queue umsetzen. Auch für eine Kommune kann das eine Herausforderung sein, haben wir auch gemerkt. Weil auch, sag ich mal, Altpläne, die als Rasterdatensatz vorliegen, auch nicht immer alle gleich aussehen. Also da kann eine Grünfläche, haben wir mal ein Beispiel gehabt, gab es in einer Kommune 40 verschiedene Grüntöne für eine Grünfläche. Auch das muss man mal zusammenkriegen. Ist nicht ganz so einfach. Genau, es gibt verschiedene Arten von WFS, komme ich gleich nochmal zu. Auch da muss man sich überlegen, was brauche ich und wofür brauche ich das? Was ist mein Use Case? WMS-Dienste, es gibt viele Planarten. Ja, will ich die in einem WMS-Dienst zusammenpacken oder möchte ich das trennen voneinander? Das Thema SO-Objekte, ganz großes Feld in X-Planung und so weiter. Und wichtig ist, dass man alles, was man regeln möchte, sinnvollerweise auch in einem Pflichtenheft für seine Gebietskörperschaft definiert, auch mit Blick auf Menschen und X-Plan-Box, dass das alles zueinander passend ist. War für uns ganz wichtig an der Stelle. Gibt noch viele weitere Punkte. Ich gehe jetzt nur mal auf zwei Punkte ein, die aus unserer Sicht besonders wichtig sind und auch besonders viel Aufwand bedeuten in der Nachnutzung oder auch in der Konfiguration. Wenn da noch Fragen sind im Nachgang, können wir es gerne so im persönlichen Austausch machen. Ich fange mal mit der WMS-Darstellung an. Das war wirklich der allergrößte Brocken. Ich sage, wir sind jetzt seit 18 Monaten im Produktiv und wir sind immer noch nicht fertig. Aber wir haben angefangen und stellen das auch schon bereit im Internet. Wir haben es immerhin geschafft, für mehr als 40 Kommunen eine Darstellung für alle Detailinhalte abzustimmen. Das war schon eine Herausforderung, gerade wenn Sie die GIS-Leute und die Planungsleute zusammenbringen. Das sind zwei ganz andere Welten, auch von der Denke her, aber haben wir geschafft, größtenteils. In Zusammenarbeit natürlich. Der Kollege lacht, er war daran beteiligt, er weiß, was dahinter steht, gehe ich von aus. Ja, wir haben beschlossen, dass wir die WMS-Darstellung auf möglichst wenige Texte reduzieren.
aus unserer Sicht aus zwei Gründen. Erstmal, ich kann ja im WMS-Dienst, ich kann überall reinklicken und ich bekomme alle Informationen, die ich benötige. Für die Leute ist das, glaube ich, Tagesgeschäft, für Planer und Planerinnen eher nicht. Aber trotzdem haben wir das erstmal jetzt so beschlossen, das so machen. Plus, je mehr Sie für den WMS-Dienst an Styles definieren, an Regeln definieren, irgendwann geht es auf die Performance, muss man auch ganz klar sagen. Weil es wird alles erstmal live gerendert. Und Sie haben wahrscheinlich, oder wir haben wenig davon, wenn wir ein schönes Bild haben, aber am Ende einen WMS-Dienst mit einer schlechten Performance, den keiner nutzen möchte, haben wir auch nichts gewonnen an der Stelle. Ja, und wir haben die WMS-Git-Feature-Info weitestgehend so ein bisschen auch aufgeräumt, ein bisschen optimiert. Da unten mal ein Screenshot auf der Seite, nur ein ganz kurzer Auszug. Und wir haben auch fast alle SO-Objekte im ersten Schritt erstmal berücksichtigt. Aber wie gerade schon gesagt, wir sind noch lange nicht fertig. Hier mal so ein paar Eindrücke, ich hoffe, man kann das sehen. Hier für die Stadt Kevela, alles einheitlich an Darstellung. Das ist mal hier ein Portal auf Basis Masterportals. Auch welche Nutzungspläne, weitestgehend einheitlich. Wir sehen gerade hier die Pläne von 8 Kommunen da. Und in 6 Kommunen, Entschuldigung, und da oben haben wir einen im Rasterformat, dann sieht man schon so die Abweichung, aber der Rest ist identisch. Auch hier mal andere Darstellung, ein bisschen Transparenz und die Daten des Liegenschaftskataster unten drunter. Kann man auch in 3D anzeigen, geht auch. Oder halt auch mal in QGIS. Wichtig ist, einheitliche Darstellung. Ja, wir werden diesen Workspace auch zur Verfügung stellen unter opencode.de. Der Leitstelle haben wir da schon vorgelegt, müssen wir auch machen, aufgrund der AGPL-Lizenz. Wir gucken gerade, wie wir das unter opencode.de hier eben hinbekommen. Momentan scheitern wir noch, ist nicht ganz so trivial. Genau, und wir gucken auch noch, was wir noch alles bereitstellen müssen, weil wir das vielleicht geändert haben aufgrund der AGPL-Lizenz. Ja, es gibt verschiedene WFS-Typen. Hier mal nur ganz kurz gezeichnet, SYN-WFS, da ist wichtig, der ist halt versionsübergreifend und liefert alle Pläne einer Kommune. Während hingegen die anderen Dienste immer nur die Pläne einer Version liefern. Hat Vor- und Nachteile hier mal aufgeführt. Das kann man hier vielleicht noch schön lesen da in dem Bereich. Hier ist es schon wieder sehr, wobei das hier ist X-Planungskonform, das nicht, muss man auch sagen. Hier wird es schon ein bisschen unübersichtlicher. Also hier haben Sie alle Referenzen in einem Attribut. Hier auf der anderen Seite bei den WFS-Versionen ist das halt ein Attribut, je Dokument. Geht noch. Und hier muss man sagen, das ist hier X-Planungskonform bei dem Attribut. Da wird es ganz schwierig. Das ist alles zusammengeschrieben. Für uns unmöglich zu trennen, was jetzt was ist. Ne? Wir haben auch keine bessere Idee jetzt gerade, wie man es umsetzen könnte. Man muss erstmal wissen, das ist jetzt gerade so. Und dann muss man irgendwie umgehen. Aber wir stehen dann mit der Leitstelle und auch der Firma Latlon im Kontakt, wie man das vielleicht optimieren könnte. Ich komme zum Fazit. Also aktuell XplanBox bei uns erfolgreich im Einsatz, knapp 10.000 Pläne. Wie gerade schon gesagt, XplanBox ist mehr als nur Software installieren. Genau, diese Punkte muss man halt beachten. Ich habe sie jetzt im Detail halt angesprochen, die halt sehr viel Aufwand bedeuten. Wichtig ist, mit allen Betroffenen frühzeitig Betriebskonzept und Pflichtenheft abstimmen, was man will, um sich darauf zu verständigen, wie man es umsetzen möchte. So unsere Erfahrung. Unabhängig davon gilt erstmal danke auch an die Firma Latlon und auch die Leitstelle fürs Kümmern auf opencode.de oder mit opencode.de vielleicht auch. Ne, ist aus unserer Sicht echt ein cooles Produkt und ist auch bei uns im Verbandsgebiet sehr gut angekommen. Was kommt noch? X-Plan Archive sind wir dran, also quasi das ganze ZIP-Archiv bereitstellen mit allen Dokumenten. Wollen wir hier auch mit in die GFI reinbringen, parallel zu den Dokumenten. Was kommt? Und dann auch das Thema leichtgewichtige Datenformate. Wir sind dran mit dem Thema OGC-API-Features oder auch Vektortei zur Performance-Optimierung beim WFS-Dienst. Machen wir gerade ein Proof of Concept. Hier kommt wahrscheinlich die Software LDProxy, auch Open Source, zum Einsatz. So stellen wir uns das vor. Und kleiner Ausblick, auch X-Planungsdaten beinhalten 3D-Informationen, sind wir auch gerade dran, um die halt auch in 3D zu visualisieren. Hier mal so ein paar Use Cases aufgeführt. Auch dieser Viewer von der Firma Visual Studio Systems ist in der aktuellen Version, die jetzt rausgekommen ist, auch Open Source. Deswegen zeige ich es auch hier gerne. Also auch da sind wir gerade mit unserem Projektpartner, das ist der Kreis Kleve, auch in Austausch. Und was Sie da sehen, sind dann wirklich Daten aus der X-Planbox live gerendert. Ja, das noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Und dann bin ich auch fertig. Noch einen lieben Dank an meine beiden Kolleginnen, die mich unterstützt haben. Schönen Gruß nach Kamp-Nimfort. Genau, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Stefan, für den interessanten Vortrag. Und wir haben ja auch schon in einigen Runden zusammengesessen jetzt und tauschen uns da ja auch regelmäßig aus, was die X-Planbox angeht. Und das ist auch sehr interessant.
Gut, es gibt Fragen aus dem Podium, aus dem Publikum, nämlich die erste Frage ist, habt ihr die X-Planbox initial selber installiert oder habt ihr da einen Dienstleister gehabt, der das alles für euch gemacht hat? Ja, sowohl als auch. Also wir haben einen Dienstleister, das ist die Firma Grid, habe ich ja auch gerade schon erwähnt an der Stelle, die uns die Container bereitstellt und das Deployment dann unter Kubernetes, das machen wir dann selbst. Gut, okay. Die zweite Frage wäre, hat die X-Planbox ein Benutzerrollenmanagement integriert oder wie löst ihr das? Genau, also die X-Planbox bringt von zu Hause aus was mit. Das ist das Security Spring Framework. Ja, genau, richtig, ja, genau. Das nutzen wir auch und haben das aktuell mit einem Active Directory, perspektivisch vielleicht auch Richtung Open Source irgendwas, gekoppelt und darüber läuft das User Management für den Manager. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum hier? Jetzt die Hand heben. Wenn das nicht der Fall ist, bist du entlassen. Dankeschön. Vielen Dank für den Vortrag und wir freuen uns auf den nächsten Vortrag jetzt.